Machst du DJ? Komplett. Oh. Warte. Mach mal den DJ, komm. Itz. Gut. You know, pump it up. Got you pump it up. Oh, push hier ist ein Pool. Up. Ja, da hatten wir gerade noch ein mechanisches Teil drin, deswegen haben wir jetzt 5. Toll. Hier ist eine Döse. Ja. Oder sowas. Schade, ist kein Wasser drin, sonst hätten wir dir mal den Pelz schrubben können. Geht alles. Aber ich schätze mal, wenn da Wasser drin wäre, dann wäre da auch Bruce drin. Ja klar, obwohl er uns ja nicht mehr attackiert hat, hat er ja aufgegeben. Das glaub nicht. So, ja, schön. Also wir merken uns, hier draußen können wir Treppen hochgehen, ja? Gute Sache. Hier drin können wir keine Treppen hochgehen. Hast du noch Licht? Licht brauchst du? Ja, ein bisschen habe ich noch. Ich lasse es nur immer ab, weil es halt sich selber aufbraucht und ich nur noch ungefähr ein Viertel habe. Okay, dann müssen wir gleich vielleicht mal zum Ref zurück, ne? Willst du mal eben reinleuchten? Ratti, hier ist ein Gorilla. Oh, ist im Bett. Ich liege. Und bin nackt. So, was? Ich wollte gerade sagen, kann sie echt hinlegen, aber dann hätte ich jetzt auch mitgemacht. Nicht. Das glaube ich. Das wäre schön, ne? Ist das hier das Klo? Naja, mit einem sehr, sehr massiven Vorhang für die Badewanne. Ja. Wichtig ist auch, dass der nach hinten rumgeht, ja, der Vorhang, dass du also nicht durch die Wand beobachtet wirst. Ja, wer weiß, was da für Löcher drin sind. Ne? Stimmt. Löcher können überall sein. Oh, hier ist jemand bemalt worden. Sind wir hergekommen. Du hast hier den Überblick. Ja, ja. So, hier ist Kabine 1. Hier kommen wir aber nicht rein. Da ist eine Winkelkatze hinten, aber ich komme nicht rein. Jo, ich sehe sie auch. Dann gehen wir mal Kabine 2. Das ist einfach spiegelverkehrt. Okay. Auch das Bad. Hier ist auch nichts drin, ne? Ich sehe nichts. Nee. Im Bad ist auch nichts. Ja, im Bad war jeweils ein Kunststoff, aber das ist ja jetzt nicht der Rede wert. In Zimmer 4 kommt man nicht, Zimmer 3. Ist ein Tresor drin, kann man den aufmachen? Oh mein Gott, eine Ratte! Ich habe eine Schaufel in der Hand, warum habe ich eine Schaufel in der Hand? Yeah! Moment, ich loote sie. Au, die hat mich gebissen. Einen vierstelligen Code brauchen wir hier. Den finden wir. Hier hinten hast du mal geguckt, hier ist nichts. Nee, habe ich noch nicht. Aber gras ruhig mal mit deinen Äuglein ab. Da aber kann ja, ich sehe ja nicht so wahnsinnig viel. So, ja, okay, du hast recht. Ich mache mir auch eine Stirnlampe fürs nächste Mal. Okay, wir merken uns, Treppe draußen, Tresor hier. Zimmer 3. Hoffentlich merken wir uns das auch. Das ist natürlich blöd, wenn wir die Aufnahme jetzt unterbrechen, dann vergesse ich das wieder. Das ist ja klar, ne? Vergiss immer alles, mein Freund. Wo bist du? Hier ist übrigens ein Teil. Bin bei dir. Eine Box. Mechanisches Teil schon wieder. Kiste, die habe ich aufgehoben. Da war aber jetzt nichts Weltbewegendes drin, sondern ganz normal klassische Teile. Okay, ich sehe nichts mehr. Ne, ich auch nicht. Dann, okay, Code an der Wand oder so, sehe ich auch nicht. Gehen wir raus, Treppe hoch, ne? Zimmer 3. Tresor. Oder wollen wir innen die Treppen hochgehen? Das können wir jetzt machen, wie wir wollen. Hauptsache, du hast den Überblick, weil ich habe ihn sonst nicht. So, wir sind oben auf der Galerie. Ah, Ratte! Was? Wo? Au! Bist du tot? Nö. Okay, ich habe keine Stirnlampe mehr. Wir sind am Arsch. Sollen wir hier unten raus und Stirnlampen machen? Ist in nix. Nothing. Ja, komm, lass uns das machen. Kommst du hier drüber? Wir müssen weiter rechts drüber. Dann geht's. Ja. Mal eben schnell Stirnlampen bauen. Delicious. Stirnlampen. Wie macht man die denn? Ah, ja, hi, ich hole ihn. Bring ihn um, die Sau.
Ah, er hat zwei tolle Hits von mir gekriegt. Sehr gut. Nicht mit uns, du Sack. So. Stirnlampen. Das wollten wir uns mal eben angucken. Stirnlampen. Da. Seil, Batterie. Wir brauchen jeweils eine Batterie. Warte mal. Das ist dein Ding. Batterien sind dein Ding. Für eine Batterie brauchen wir... Seil und Schrott ist gar nicht so schwer. Ich mach zwei Batterien, ne? Naja, bitte. Ich guck gerade, dass ich noch den Rest der gelooteten Sachen mal irgendwie gerade loswerde. So? Ja. Darf ich dir eine Batterie hier hinwerfen? Ja. Danke. Bitte sehr. Dann kann ich jetzt meine Stirnlampe bauen. Wo ist denn die? Unter diesem Tauchersymbol. Tauchersymbol, Stirnlampe. Ich brauche nur noch zwei Seile. Soll ich welche runterdroppen? Nee, brauchst du nicht. Hier hinten sind in der Kiste sind genug drin. So, jetzt habe ich nämlich auch eine Stirnlampe, weißt du? Super. Dann lass uns mal eben gucken, hier wegen der Rezepte oben. So machen wir's. Ich gucke gerade hier noch, was ich noch rumfliegen habe in meinem Inventar, was man nicht so unbedingt jetzt braucht. Hol dir Wasser, ne? Hol dir was zu essen. Nicht vergessen. Ja, ich habe hier ein Rezept. Gleichschenklige Unterschenkel. Was? Das ist ein komisches Rezept. Weiß ich nicht. Was nehmen wir denn mal? Brauchen wir denn mal nicht? So, Essen habe ich, Trinken habe ich. Oh, apropos Trinken. Da muss man bestimmt mal wieder hier was gießen. Ja, muss man. Jedes einzelne Feld. Oh ja, richtig. Kannst du auch einmal gießen? Ja. Danke. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Schön viele Eier, ne? Die hier rumliegen. Mhm. So gehört sich das nämlich. Ich fasse die auch sehr gerne an. Vor allem, wenn die genau so schön so warm sind. Was? Oh, jetzt lässt deine Soundqualität schon wieder kurz nach. So. Meine? Ja, du warst gerade ein bisschen dröselig. Meine lässt nie nach. Natürlich. Scheißtechnik. Du warst dröselig. Mm-mm. Immer zweimal mehr wie du. Nee. Warte. Ja, genau. Die Notfallkiste ist schon wieder. Voll. Ja, es geht schnell. Ich hatte übrigens hier Fleisch draufgelegt, ne? Dieses Rattenfleisch. Das habe ich mir genommen. Rattenfleisch ist ja ekelhaft, ey. Ja. Boah. Ne, da schüttelt sich mir alles. Warum? Nicht geil. Gar nicht geil. Geiles Boot, geiles Chapter, so macht das Spaß. Und Kampf, mein Freund, und Kampf. Es ist nicht mehr nur blödes Looten. Nee, da waren jetzt auch schon drei Ratten. Mhm. Ja? Der berühmte Drei-Ratten-Fight. So, ich wäre wieder bereit. Nee, ich nämlich nicht. Ich würde mir nämlich noch eben schnell einen Speer craften, weil meiner schon... Ja, sehr angeschlagen ist. Ja. Speer. Ja, meiner ist auch, sowohl der Haken als auch der Speer ist nicht mehr, aber ich habe schon Ersatz in der Tasche. Sei mit Metallbolzen. Ich hoffe, ich lege jetzt hier den ganzen Kunststoff und so weiter ab. Ich hoffe, dass das kein Problem gibt. Nicht, dass es gleich heißt, sie brauchen. Das wird so sein. Dann laufen wir wieder zurück, das ist dir bewusst, ganz, ne? Ganz stark. Ja, machen wir dann. So. Bereit? Ich bin auch bereit. Ich bin bereit. Gut, dann lass uns hinten wieder an Bord gehen, ne? Mhm. Ja, genau. Oh, hier ist Plastik. Nimm das mit. Schön dahin. Gucken, ob Bruce unterwegs mal ein bisschen was von mir naschen möchte. Kann er sein. Ja, du kennst den. Kleinen Biss.
Widerliches Tier. So. Wir waren reingegangen. Ich muss das ja immer, deswegen, das müssen wir jetzt leider aufnehmen, ne, am Stück. Weil sonst vergesse ich das wirklich. Den Tresor würde ich vergessen bis zur nächsten Aufnahme. Ja, den holen wir jetzt auf jeden Fall noch, wenn es noch eine Folge länger ist. So. Du weißt, wo du bist? Ich bin hinter dir. Dann gehen wir hier das Treppchen hoch. Lass mich einfach zurück, schau mal vor, kommt nur eine Ratte. Kommt nicht. Ein Freund. Ich weiß ja nicht, warum du nicht hinter mir bist. Ich weiß nicht mehr, wo es hochgeht. Doch, weiß ich. Hi. Hi. So, und dann wollten wir hier irgendwo Treppe hoch, ne? Sind wir gegangen, hier. Ja. Hier sind wir Treppe hoch. Die Tauchermaske auf. Das ist eine Ratte! Nehmen sie wieder? Weiß ich nicht. Ich habe noch eine andere. Also wir tragen die auch einzeln, oder? Also erst du und dann ich. Dann hat man länger was mit den Dingern. Hier ist nix. Ich gehe nicht hoch. Wir machen erst hier die Etage. Erst die Etage. Ich mache hier den Notausgang. Ich gehe mal eben gucken, wo das... Das ist die Sache so spannend, wenn wir hier so mit einer Lampe nur rumlaufen. Das ist echt sehr prickelnd. Nehmen Sie wieder ab, die Lampe. Ja, ja. Ja, jetzt können wir hier einmal den Rundlauf machen, oder? Genau, mache ich gerade auch. Guck mal, dann kann man von der anderen Seite wieder rein und auch hier rüber hüpfen, wenn man will. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Kommen wir da drüber? Ja, dann muss ich duckt hier durch. So, das wäre jetzt, wenn wir draußen die Treppe hochgegangen wären. Können wir die auch abhaken. Hier ist zu. Hoffentlich kommen wir nur wieder zurück. Hoffentlich. Hier ist nix. Eine Kiste! Sollst du die mal aufnehmen? Die hätte ich jetzt glatt übersehen. Scheiße. Da muss... Ne, das nicht, ne? Das ist keine Kiste zum Aufnehmen. Nee. Hier ist auf jeden Fall ganz viel Kunststoff drin. Ja, Kunststoff braucht man ja auch ohne Ende. Also, ja. Was verschlossen? Ist Wasser. Ich glaube nicht, dass wir da wieder reinkommen. Wir gehen unten rum. Ich will es einmal ausprobieren. Mhm. Schaff's natürlich überhaupt nicht. Noch nicht mal abzuspringen, schaffe ich. Ne, nothing. Gar nicht möglich. Wenn du noch oben bist, ich mach dir die Tür auf. Nee, Gorilla? Ne, ich bin hier. Unten. Wo? Unten drin. Du hast mich schon wieder allein gelassen. Ja, ich wollte dir den Weg frei machen. Ich bin da hinten, wo ich gesagt habe, hier liegt ganz viel Plastik drin. Ja, okay. Ich guck mal, ob ich da hinkomme. Wenn nicht, dann nicht verlaufen, ne? Dann setz dich irgendwo hin. Und du holst mich ab. Ja. Der kleine Gorilla möchte abholen. Ich habe einen vierstelligen Code, Hasenzahn. Ich habe einen vierstelligen wo Code. Wo denn? Ja, hinten, wo das... Ja, hier hinten. Ja, alles alleine. Guck mal, was er alles lootet. Ja. Ich habe einen vierstelligen Code. Hier, ich habe dir die Türen aufgemacht. Weil so nett bin ich. Vier Beulen, mein Freund. Komm, wir gehen jetzt zum Tresor. Los, komm. Weißt du, wie es da hingeht? Ich würde komm doch mal, bleib jetzt hinter mir, ja? Komm. Wollen wir eben, hier ist eine Schlüsselkarte, habe ich nicht. Die. Bist du hier? Ja, hast du keine Stirnlampe mehr auf? Nö, warum? Ich kann aber was sehen. Drei, ne, war's? War's drei? Du bist aber auch nicht hinter mir, ne? Jetzt doch, jetzt bin ich bei dir. Es war der richtige vierstellige Code. Hinweis, elektrische Leitung, Hinweis. Braucht man irgendwo die elektrische Leitung? Ja. Sehr gut. Anfangen. Soll ich mal eben... Ratte. Oh, guter Hinweis. Ich treffe das Viech nicht. Ja, behindert manchmal. Also dann sticht man auf die ein und... Ja, als ob man durch die durchstechen würde. Und die da nicht juckt. Pff, das ist doch Tee, ne? Ich lese mal eben. Mein Name ist Olaf, das hatten wir. Städte im Blauen. Die Kosten für die Realisierung des Projekts als Grenzkriminalität und den Umfang als zumindest unverschämt bezeichnen. Trotz sehr lautstarker Widerstände scheint sich das Projekt der schwimmenden Städte in naher Zukunft nicht zu verlangsamen. Gemäß der neuen Stellungnahme des Ombudsmanns Olof Wilkström
zu diesem Thema. Wir sind uns des Ernstes der Situation und der damit verbundenen Belastung für die Menschen in diesen schwierigen Zeiten voll bewusst. Dennoch werden unsere Möglichkeiten nach dem Wegfall der Reformation-Projekte zunehmend eingeschränkt. Wir müssen uns jetzt entweder alle zusammenraufen oder Stockholm unter den Wellen besuchen. Wir müssen uns jetzt entweder zusammen... Achso, das war die Überschrift. Und auf die Frage nach den Gerüchten über die Modifizierung seiner persönlichen Yacht antwortet der Herr Ombudsmann Wildstrom nicht.